Ahoi, ihr Landratten. Wir sind immer noch im Hafen von Dubai. Und jetzt guckt euch mal dieses Matrosenmädchen an, was hier angeheuert hat. Moin, moin. Das ist ja ein absolut maritimer Look, den du hier an den Tag legst, Corinna. Von Kopf bis zu den Zehen. Naja. Willst du hier anheuern oder was? Warte. Nein. Ich habe eine Idee. Du coverst heute Mary Rose einmal um die Welt und singst das im Theater. Nein. Oder auf dem Sonnendeck. Nein, auch nicht. Warum nicht? Naja, dann hätten wir zumindest das Sonnendeck für uns, ne? Das ist ja der Trick dabei. Wir haben auf jeden Fall gut geschlafen. Wir haben auch ziemlich lange geschlafen. Ja, das kenne ich gar nicht von mir. Wir wurden durch den Roomboy geweckt. Also Robert hatte eigentlich einen Wecker gestellt, falls wir nochmal aufstehen wollten und nach Dubai rein wollten. Aber wir waren beide, warte, ich muss mich konzentrieren, so kaputt, dass wir weiter geschlafen haben. Und wurden dann durch den Roomboy geweckt. Da war da schon 20 vor 10 und ich bin ja sonst eigentlich spätestens um 8 wach. Das ist für mich also auch mal wieder eine echte Rekordzeit. Man darf ja aber nicht vergessen, dass wir fast 48 Stunden, die jetzt auf den Beinen waren, und ja, den Schlaf auch brauchten dann, ne? Naja, das war gestern noch, also die Anreise war schon anstrengend und dann unser kleiner Trip nach Downtown. Ja, weil wir haben ja auch nur eine Stunde zwischendurch einmal ein bisschen geruht. Haben wir auch noch nicht mal richtig fest geschlafen. Also ich zumindest nicht. Das ist so schwer. Meine Arme, nichts in den Muscheln. So, und jetzt erstmal ab zum Frühstück. Jetzt habe ich einen Ohrwurm wegen dir. Von Mary Rose? Nee. Was denn? Silbern klingt und springt die Heuer. Wisst ihr, woraus das ist, das Lied? Kennt ihr das? Von heute wem ist das? Heute ist mir nichts zu teuer. Heute spiel ich das feine O's. Wer singt das? Wisst ihr das? Nicht Corinna oder Robert. So viel sei gesagt. Total spannend. So, essen. Die Frau lebt gesund. Ja. Ich filme euch jetzt nicht das ganze Buffet ab und so. Da mache ich nochmal ein gesondertes Video von. Ich kann euch nur sagen, es ist sehr reichhaltig. Für mich reicht aber ein Koffeinsüppchen. Schönes Koffeinsüppchen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Obst gehabt. Ach, sind wir jetzt verwöhnt oder was? Naja, Melone und Apfel, Pfirsich. Ja, geschnittenes Obst. Kiwi. Eier. Das kann man mit einer Gabel essen. Bei dem nicht geschnittenen Obst weiß ich nicht, wer das schon alles in die Hand genommen hat und wieder zurückgelegt hat. Und ich hatte hier keine Möglichkeit, das mal eben abzuwaschen. Da hinten ist auch ein Waschbecken. Da waschen sich auch Leute die Hände und so. Du hast doch was. Hey. Was ist denn da? Ist weg. Die Hälfte von deinem Frühstück war das. Für später. Komm schnell mit, wir müssen zur Seenotrettung-Übung. Die geht jetzt los. Wir müssen auf Deck 5 in die Schaubar. Ist Pflichtveranstaltung auf jedem Schiff, bei jeder Kreuzfahrt. Kommen wir nicht drum rum. Also gehen wir jetzt los. Ist ja auch nicht schlecht, dass es sowas gibt. Richtig. Auf! Genau. Und für alle, die diese Übung mal mitmachen müssen, am Zimmer, auf der Kabine, hängt immer dieser Rettungsplan. Da steht, wo du bist, wie du am besten, am schnellsten zu deinem Sammelpunkt. Bereich kommst. Genau, Sammelpunkt kommst. In unserem Fall Deck 5. Ja. Station F. Genau, hier ist nochmal das Signal erläutert und was man alles machen muss. Die gibt es immer direkt vor Ort.
Genau, sonst bei den anderen Kreuzfahrten, steht die wir aber gemacht auch haben. Alles da drauf. Die anderen Kreuzfahrten, die wir gemacht haben, da waren die Schwimmwesten immer im Schrank. Und hier ist sie aber auf der Station, weil man immer, egal bei, wenn das Signal kommt und man macht diese Übung oder den Ernstfall, soll man nicht erst zur Kabine gehen und seine Schwimmweste holen, sondern man bekommt die auf der Station, weil der Weg zur Kabine eventuell gefährlich sein könnte. Ja. Ja. Die Übung soll um 11:45 beginnen. Es ist jetzt 11:50. 11:50. So. Sind alle schon ganz schön aufgeregt hier? Die Deutschen sind immer überpünktlich. Das Signal ist noch nicht mal gekommen und trotzdem sind alle schon auf dem Weg. Ein Glück, ist es warm. F. Da sind schon die Rettungsboote bereit. Ja, setzen wir uns da auch rein? Mein Schiff 5. Oh, mein Schiff 5? Das hätte ich mir größer vorgestellt. Wo sind denn die Balkonkabinen? Da, wenn du Glück hast, kriegst du mit Außensicht eine Kabine. Kannst du sogar auch machen. Jetzt tönt gleich das Notfallsignal. Achso, das möchtest du aufnehmen? Mach mal ein schockiertes Gesicht dazu. Kann ich nicht. Oh, Robert. Sieht ja sehr schockiert aus. Auf der Kabineninnentür entnehmen. Hier sind auch die Haupt- und Nebenfluchtwege zu Ihrer Musterstation eingezeichnet. Tja, wozu hat man eine Verandakabine, ne? Dann kann man sich das auch von hier aus angucken. Braucht man sich nicht drängen auf dem Deck. Jetzt wink noch mal, Corinna. Sag Tschüss, Dubai. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, genau. Denn wir wollen noch mal wiederkommen. Hier gibt es so viel zu entdecken. Das konnten wir in der ganz kurzen Zeit überhaupt nicht schaffen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Vielleicht ja später mit Kindern. Da ist der Burj Khalifa. Da waren wir gestern. Oben drauf. Und haben gewunken. Ist das nicht wunderschön, Corinna? Herrlich. Gestern hat der Reiseleiter noch erzählt, dass dieser ganze Industriehafenbereich hier verschwinden soll. Da sollen nur noch Kreuzfahrtschiffe anlegen. Lagunen werden angelegt. Und Yachten und so weiter. Ich könnte mir. Und so weiter. Was ist denn noch außer Kreuzfahrtschiffe und Yachten? Ja, vielleicht ein paar kleine Lagunenboote als Taxen oder so. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir nochmal herkommen sollten, wie sich das dann alles verändert hat. Ich schätze mal, spätestens in 2-3 Jahren ist das gar nicht mehr wieder zu erkennen. Nee. Vor allem wird dann das, wenn sie es schaffen, ihr Plan eingelöst und dann ist das Burj Khalifa nicht mehr das höchste Gebäude der Welt. Planen ja schon den nächsten Wolkenkratzer. 1 Kilometer hoch soll der werden. Ja. Und der soll an die hängenden Gärten der Semiramis erinnern. Jetzt wird es ernst. Volle Kraft voraus. Applaus. Jetzt startet unsere Kreuzfahrt also. Einmal um die arabische Halbinsel rum, durchs Rote Meer. Dann geht's weiter durch den Suezkanal und schließlich ins Mittelmeer. Uns steht wirklich eine aufregende Reise bevor. Die erste Station unserer Reise, Dubai, war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Anfang. Und die Mein Schiff 5 ein wunderbarer fahrbarer Untersatz für diese tolle Reise. Hier noch ein paar Schnappschüsse für euch. Sie sind während unseres leider viel zu kurzen Bummels durch Dubai entstanden. Ein wirklich atemberaubender Ausblick aus der 148. Etage vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa. Das war wirklich beeindruckend. Hier noch ein paar Aufnahmen aus der Dubai Mall. Das ist so ein, ich nenne das jetzt mal Springbrunnen, aber es ist wirklich riesengroß. Innerhalb der Dubai Mall befindet sich auch ein großes Aquarium, welches zwar kostenpflichtig ist, jedoch ist ein Teil des Aquariums auch im Einkaufszentrum zu sehen, welcher auch schon recht beeindruckend war.
Wir haben jedenfalls während der ganzen Reise wieder fleißig gefilmt und ihr seid herzlich dazu eingeladen, mitzukommen auf diese tolle Reise. Und wenn ihr uns jetzt gerade erst durch Zufall entdeckt habt, dann abonniert doch unseren Kanal. Ihr habt die große Freiheit dazu und verpasst ab jetzt kein Video mehr von uns. Also, bis dann!